Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wie ihr es hier im Hintergrund sehen könnt, habe ich jetzt auch die restlichen Belohnungen vom gestrigen Cup bekommen. Man musste ja die Serverregion auf Asien oder Australien spielen, um diesen exklusiven Solo Summer Smash Cup zu spielen. Da musste man da so um die 35 Punkte für die obere 10% erreichen, um Skin zu erhalten. Den Skin hat man auch, glaube ich, 30 Minuten später schon direkt bekommen. Aber die restlichen Sachen hat man eben halt jetzt erst heute, weil man ja natürlich noch für Top 25 die Spitzhacke, für Top 50 die Lackierung und generell, wenn man mitgespielt hat, drei Emotes bzw. drei Spray-Motive bekommen hat. Das wurde jetzt auch nachgereicht. Heute bzw. gerade habt ihr auch die Chance, nochmal den Cup zu spielen. Das Ganze geht jetzt noch so gute 2 Stunden. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, allein schon für die Lackierung, und dafür braucht ihr wirklich nicht viel. Ein bisschen campen, wenn ihr wirklich schlechte Spieler seid, und dann solltet ihr das schaffen. Ich würde mich natürlich riesig über ein Abo freuen, außerdem ihr werdet kommentiert und teilt dieses Video, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal den Itemshop an. Und by the way, ich habe nur ein Spray-Motiv bekommen, weil ich den Rest den beiden schon bereits hatte. Und im Itemshop haben wir natürlich heute immer noch die ganzen NFL-Skins. Und im normalen Shop haben wir heute einmal den Überschall-Skin mit den 4 Stilen. Schädel, Wolf, Hornisse und Falke. Das Backpack ist auch reaktiv. Hier werden einfach die Kills angezeigt auf dem Display. Als nächstes haben wir den Zielsichergleiter. Dann die verstohlene Schwarzlackierung und die Luftkampflackierung. Dann haben wir den Mecha-Anführer-Skin wieder im Shop. Der hat ja mittlerweile auch einen Metallstil, der ein bisschen, der finde ich deutlich besser aussieht als der normale. Ist aber trotzdem ein ziemlich breiter Skin. Und man bekommt auch ein Emote zusätzlich. Dafür kostet es etwas mehr als normaler epischer Skin, nämlich 1600 V-Bucks. Die normalen kosten ja nur 1500. Dazu gibt es dann die Combo-Klingen und die Mecha-Team-Lackierung. Dann haben wir als nächstes den Kristall-Skin, den Bronto, den Pterodactylus und die kräftiger bis Spitzhacke. Dann haben wir den Abstract-Skin. Das ist ja, glaube ich, genau das gleiche Set wie der neue Skin. Ja, genau, auch Aerosol-Assassinen. Gibt es ja ein paar mehr. Das ist im Prinzip die männliche Version, glaube ich, vom Skin aus Season 4, von irgendeinem Battle Pass-Skin. Dann haben wir den Bracer-Skin, einfach einhändig, auch passend zum Mecha-Skin. Tanztherapie. Dann heute neue albernes Hüpfen. Ist auch ein Fortbewegungs-Mode. Dann haben wir noch langsames Klatschen. Und die ganzen NFL-Skins, bei denen Skins kann man zum einen hier die Farben ändern, indem man im Prinzip so ein Team auswählt, ähnlich wie dann bei den Fußballskins, und man kann auch die Nummern individualisieren, und dann kann man noch bestimmte Grundskins nehmen, einmal den Interception, Blitz, Juke und Running Back, und dann bei den männlichen Linebacker, Endzone, Spike und Defensive Tackle. Dann haben wir dazu noch die Pfeifenkriegerin, den Streifensoldat, das Football-Tor und die Messhacke, dann den Touchdown-Tanz den Touchdown-Gleiter, nichts da, Freemix, Timeout und als letztes noch den goldenen Football. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und bis zum nächsten Video. Ciao.